So. Mit einer Höhe überleben, das wäre so bitter. So. Okay, koppeln. Okay, Squall würde ich tatsächlich alle dran lassen, die er hat. Einfach deswegen. Wir können aber jetzt ein paar GF für sie von ihr abnehmen. Ich weiß nicht. Brothers könnten wir abnehmen, das ist so eine Grund-GF und Leviathan würde ich mit abnehmen. Dann würde ich Kerberos noch wegnehmen. Oh. Das ist aber nicht gut mit der HP. Das ist gar nicht gut mit der HP. Wir könnten aber... Schreitung brauchen wir jetzt nicht mehr. Körper 40 machen. Geist ist bei 60. Wir könnten Autoprotest machen. Guck mal. Das ist gut. Dann machen wir statt Körper lieber Magie 60. So. Aber das geht gar nicht. Nee, sie braucht einen, der HP-Kopplung hat. Ja, das braucht man nie. So. Wir brauchen noch einen, der HP-Kopplung hat. Das geht einfach nicht anders. Ich weiß halt nicht, HP-Kopplung, ob wir das irgendwo kriegen können. Weiß nicht. Warte. Er hat eine HP-Kopplung. Hast du HP-Kopplung? Ja. Wir müssen Brothers wiedergeben. So. Dann machen wir das so. Wir lassen das trotzdem so, wie wir das hier haben. Wir haben dann nämlich HP 80, guck mal. Aha. Dann gehen wir statt Mario auf HP 80. Bam. So. Was haben wir wieder? Das nehmen wir raus. Das finde ich Quatsch. Oh ja, guck mal. Da ist sie fast alles einmal zu mir. Das ist perfekt. Das lassen wir so. Das ist wunderbar. Das lassen wir mal so. Gut. Das ist egal. Das braucht sie nicht. Dann ist sie fertig. Jetzt müssen wir bei ihr was rausnehmen. Katze Brotel können wir rausnehmen. Weg mit dem. Wir könnten Diabo rausnehmen. Nee, wir... Doch, Diabo können wir rausnehmen. Nee, dann haben wir keine HP mehr. Sonst kein mit HP-Kupplung, ne? Jeden nehmen wir raus. Was haben wir bei dir? Wir können dir... Genau, nur kurz, dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wie viel hast du? Was ist, wenn wir dir nur HP 40 geben? Ne, das will ich. Wir geben dir HP 80. Ja. Nehmen wir auch raus. Hier haben wir nämlich auch ganz gut gekoppelt jetzt. Okay. Dann müssen wir weiterkommen. Sagen, die haben nicht alle HP-Kopplung, ne? Das ist der Mist. Hier, Kletze hat. Perfekt. Stärke. GF. Item. Und ja, keine Ahnung. Irgendwas Zauber? Eigentlich scheißegal, oder? Den brauchen wir schon. Was haben wir denn hier? Das brauchen wir nicht. Autohast wäre cool. Rein theoretisch. Dann könnten wir Magie und Geschick noch verbessern. Das ist eigentlich bei dir total im Eimer. Eigentlich vollkommen egal, aber du hast eine gute Stärke jetzt. Das ist gut. Hier nehmen wir Eisgar weg. Das packen wir hier noch mit rein. Oh, wow. Okay, cool. Was hast du da bei 100? Cool. Wir brauchen noch ein paar Zauber. Komm. Wir müssen jetzt nochmal in Zauber gehen. So. Donnerwander. Wow. Wir brauchen... Blitzger. Jetzt kriegen alle nochmal alles irgendwie rein. Der ist Blitzra wollen wir nicht. Tornado, let's go. Kriegen jetzt alle rein. Juro eigentlich Quark. Jetzt gar hier. So, weiter geht's. Aqua, kann er runter. Aqua ist eigentlich so geil. Ja, Eisgas.
Passwort. Nee, die Frühlingsvögel will ich behalten. Er war voll gar noch ein bisschen. Was kriegst du hier noch reingeballert und du? Was haben wir noch? Lebenswandler. Was haben wir noch irgendwie? Hm. Brauchen wir auch so nicht. Ah, Vigra. Hat irgendwer noch keinen... Guck mal, du hast ein bisschen Vigra. Dann gehen wir da das nochmal. Bitte schön. Dankeschön. Zombie könnten wir eigentlich auch noch irgendwie geben, auch wenn... Engel wäre gut. Hier. Guck mal hier, Engel, mein Gutster. Kannst auch noch ein bisschen Engel kriegen. Hygiener können wir auch noch verteilen. Tot. Der Wilde hat noch nicht. Das ist Mondstein. Holy, 20 Mal. Eigentlich ist das geil. Hier, bitte. Tot noch 30 Mal. Und nochmal, Tot brauchen wir nicht. Krippel, Krippel. Haste? Aber Haste brauchen wir eigentlich auch nicht. Sogar Hasper 20. Kavit wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich brauche das auch nicht. Egal. Den da. Okay. Zustandswandler. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Zustand ist egal. Supportzauber. Shell. Aber Protest nochmal. Shell. Irgendwie wollte ich das noch geben. Ist eigentlich egal, aber... Ja, hier kriegt er noch ein paar Mal. Blei, für dich hat es nicht mehr gereicht. Medica, Aura, Aura. Wer hatte denn Aura? Das hatte Zell, ne? Bitteschön. Shell haben wir nochmal. Guck mal hier, dann kriegst du das noch. Und du noch einmal. Horare Fleck. So. Alles weg. Eigentlich Ultima, aber... So. Okay, sie absorbiert immer noch sehr viel. Das ist wunderbar. Hier aus, sie absorbiert nicht so viel, aber der Rest ist eigentlich relativ, da ist sie relativ gut immun gegen. So, weiter geht's. Und dann gucken wir hier nochmal, das nochmal weg. Zumindest 50% hat er hier, ne? Das ist besser als nichts. Das ist besser als nichts. Wir müssen leider auch noch Squall welche wegnehmen. Es bleibt, geht leider nicht anders. Oh mein Junge. Die heilen ist besser. Warte, Start, Alter. Schatten fressen, das brauchen wir nicht. Wasserteil ist eigentlich auch blöde. Aber egal. Dann machen wir lieber das. So, warte. Stimmt, ich muss auch nochmal ganz kurz gucken. Du hattest das nicht. Das Beleben noch drin. Okay, dann müssen wir leider dir auch noch ein paar wegnehmen. Den nehmen wir dir weg. Stärke nehme ich dir nicht weg, kannst vergessen. Sirenen können wir dir wegnehmen. Moontrail könnten wir dir vielleicht noch wegnehmen. Und Tonberry. Was ist denn du jetzt hier noch? Abwehr. Rechnen und Konter, der Stärke 40 ist okay.
Okay, das ist leider auch nicht so prickelnd. Bräuchte mehr Erz eingebieten. Noch mehr Erzengel. Wer hat von euch noch Erzengel? Wer hat von euch noch Erzengel? Ne, Erzengel. Ich muss kurz suchen, wer Erzengel hat. Warte. Wo ist der Erzengel? Wo ist das nochmal? Das ist nicht. Das ist auch nicht. Was ist das nochmal? Nehmen wir klauen es jetzt von ihr. Warte. Dann gehen wir nämlich. Oha. Da würde ich eher was anderes reinsetzen wollen. Und Beben ist eigentlich gut. Bleib bei Beben. Okay, so. Wollen wir sie noch, dann können wir sie jetzt noch koppeln. Ja, was soll ich machen? Geht nicht so viel. Verhandeln kannst du kriegen. Wobei Sauger auch ziemlich cool wäre. So. Reflex, Glück, Magie. Das ist, glaube ich, zwei, die Abilität haben. Kann das sein? Egal. Gehen wir noch Autoshell. Okay, es ist vielleicht nicht unbedingt die beste Sache hier, aber ich würde es damit jetzt nochmal probieren. Irgendwann noch einen Zauber, den er gerade nicht brauchen kann. Er ist geheilt, er ist noch nicht geheilt, jetzt aber schon. Ziemlich. Ja, weil da geht er das ist drauf, aber das ist okay. Gut, dann speichern wir das nochmal. So, ein Versuch und dann machen wir das auf unbesiegbar. Das kann man glaube ich nicht überspringen. Ach je, ging es hier noch gar nichts. Ihre Brüder GF mag ich nicht. Los geht's. Ein zweites Mal. Definitiv Animationsfehler.
bin mir ziemlich sicher, dass es im Original, also im Ursprung von der Reihe, nicht so gewesen ist, dass wir verschwinden müssen. Ha, jetzt hast du selber Melden drauf. Haha. Hast du verdient? Oh, ich hab vergessen, aber gut, bitte doch bald. Zählt irgendwie nicht zu normalen Zaubern. Hm? Oh, das ist aber sauber, ne? Das müsste eigentlich jetzt zurückgeballert werden. Perfekt. Natürlich jetzt wieder relativ ernüchtert von den ganzen Viehkleins, also generell auch von uns, von meinem Charakter, weil alles aufgeteilt haben, ist eigentlich auch uncool, aber nein, sie macht's wieder. Würde cool. Dies ist zu wenig. Immer noch. Jetzt alle perfekt. Let's go. Das gut verpunkeln. Mach nochmal verpunkeln auf uns. Nein, ach Manu! Ich hasse halt Feuer in diesem Spiel! Kann er das nicht auch an Feuer? Er kann das? Oh Gott! No, why? Manu! Das ist süß. Ja! Stich hier ins Bein! Pass mal auf, wir haben gleich wieder Reflektmittel. Und das wird dir nichts bringen, das ist Autoshell. Sie will versuchen, das Autoshell wegzukriegen, ist sie doof. Cool. Kriegen wir erstmal wieder alle noch Reflekt dazu. Oh.
Tower of Renoir auf Spawn und Savvy natürlich Mist, weil die noch perfekt drauf haben, ne? Oh wow, der Angriff ist gut. Warum, was ist denn das? Oh, einfach nur ein Angriff. Naja, ja, Angriff ist nicht so der geilste. Ich würde damit nochmal eintreten. Ja, okay, dein Reflex ist wieder weg, aber sie ist immer noch schnell. Was soll's. Was ist für dich die absolute Macht? Je stärker dein Wille, umso größer dein Schmerz. Ach Gott, ey. Das kommt wieder quer. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe, um ihn wirklich zu besiegen, ne? Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Elixier. Kann ich den saugen? Und wieder macht Triple? Ungeil. Ich hätte das doch da an die Zecken dran machen. Muss man nochmal Kabuki rufen, glaube ich. Nein, ich lager nach Quatsch. Ich bin heute schon echt lange dran, ja, aber ich will das Spiel jetzt durchziehen. Das ziehe ich auch durch. Okay, ja, gut. Noch nicht ganz so verloren, ja, das stimmt. Kommt noch. Ja, das macht keinen Sinn mehr. Barry, Barry, was sonst denn? Oh, der Fett von Spoiler ist ja schon, danke. Von Safey auch. Ah, cool. Ja, soll man. Oh, wir sollten neu rufen. Warte, wir holen mal Kapunkel. Ich werde jetzt nicht anfeuern, ich finde das so nervig in dem Spiel. Ich guck's mir einfach nur noch an, wie die GF auftaucht. Sag, sollten wir das jetzt hier nicht schaffen, auf normalen Wege, dann ich mach dann ein drittes Mal. Also es heißt zwar alle guten Dinge sind drei, aber für mich heißt es in dem Fall alle guten Dinge sind drei und dann ist das Spiel auch vorbei. So. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder nicht gebackt kriegen, will ich wieder 10.000 Mal dran sitzen, bis wir den fertig hab. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich da gebraucht habe. Oh. Hä? Ach, es kommt diese Schock-Pulsar-Kacke. Ja, ich will jetzt nicht wieder ewig lange dran sitzen. Ich werde den dann beim nächsten Mal auch erledigen. Und das mal wahrscheinlich die beiden GF da erstmal gleich im Eimer. Und Renault ist wahrscheinlich auch gleich tot. Ja, Renault ist tot. Oh! Haben wir das überlebt? Aber Kabunkel ist gut. Den Kopf können wir Renault nicht wiederbeleben. Weil. Doch, halt, ich habe Item ausgerüstet. Aber ich glaube, wir haben kein Phoenix. Wir können aber Phoenix rufen. So ist nicht. Phoenix rufen. Oder wir warten, bis der nächste jetzt aufkreuzt. Hey, Rabe war eh nicht die Beste und der Angriff auch nicht. So, gucken, ob wir G-Returner haben. Nee, mach nicht da. Mach nicht Todesurteil. Das ist ja uncool. Nicht aufs Crawl, was ist bei dir denn? Ah. Auf sie. Na toll! Haben wir einen G-Returner? Ich kann doch noch einen G-Returner haben. Haben wir nicht. Können wir rein theoretisch? Warte mal. Haben wir denn Mega Battle 2? Nee. Warte.
Ey, Alter. Okay, das ist alles eigentlich nicht gut. Mit der Zauber. Den haben wir jetzt drin. Christi. Komm, Christi, was geht? Ach, packe. Halt ihn auch noch. Sie haben ihr Leben. Alter, perfekt. Ich werde das jetzt mal deswegen mit dir noch nichts machen. Das können wir nämlich gebrauchen. Seuche. Mach halt eine Seuche, ist mir egal. Wir haben eine Megapulle. Können wir machen. Zumal Beleben gar nicht davon effektiert ist. Das ist gut. Hat es gelöscht? Gelöscht? Doppelt. Ist egal. Doppelt brauchen wir nicht. Könnten wir vielleicht erstmal wieder einen Rufen. Wir könnten auch einfach passieren. Aber Beleben ist halt besser. Das heilt. Den bleibe ich da jetzt mal auf Abruf sozusagen hier. Hey, Dorn ist ungeil, Junge. Die Blender kannst du brauchen, ist mir egal. Kannst du dir mal eine Megapulle verabreichen? Du holst einfach mehr Kacko nochmal. Greif halt mal an. Das kann sie eigentlich mal machen. Boah, der wird dann drawn. Auf, ist gut. Bei Eden hat man noch nicht drin. Ich glaube, ich weiß nicht, wer Eden hatte. Sand oder Irvine? Kann ja doch einer von beiden sein. 3000 ist schon mal gut. Ach, guck mal an. Na, nee, dein Angriff ist nicht so geil. Warte mal, gleich Pulsar. Das ist cool. Aber ihr denkt ja immer noch das eine oder andere Final-Elixier. Was wäre benutzen können? Warte, sie ist eh gleich tot. Ach, sie ist eh tot. Muss ich wiederbeleben. Ich hoffe, das schaffen wir noch rechtzeitig. Weil ich jetzt natürlich gerade jemanden rufe. Ah, was ist denn jetzt? Der macht doch gleich Pulsar-Dingens. Schock-Pulsar. Eine dumme Attacke. Phoenix, damit er... Warte, das ist sie. Auf Ball, let's go. Und du? Du machst mal... Ah, der hat seine Seuche. Seuche ist nicht cool.
erstmal mega killen. Ich muss jetzt mal kurz vor der Braten. Jetzt? Der macht wieder was für uns kaputt. Plötzlich nicht mehr. Sehr gut. Haben wir nicht kaputt? Ist kaputt so? Muss ich jetzt auf einmal hin? Ich meine, ich wehre mich nicht. Aber also, den tue ich jetzt auch nicht. Hast du den Feind im Exil geheilt? Kann doch sein, oder? Alles weglöscht. Jetzt kann man noch nutzen. Der Kampf zieht sich aber schon hin, ne? Vorhin war aber irgendwie schneller durch. Weil wir aber auch zu einer Ebene gekonnt, den wir jetzt gerade nicht haben. Oh no! Warte mal. Ich muss mal kurz das Board angreifen. Waldnadel, das war hier. Oh nein, jetzt machen wir gleich wieder das. Ja, Abo. Angreifen wir vorher. Wo war das? Jetzt war das natürlich. Shit. Ah, ich habe natürlich mit Score nichts gewissen. Naja, gut. Das Squall einfach so sterben lassen, das hast du dir wohl so gedacht. Nicht so lange, wie wir es verhindern können. Warte mal, das macht doch gar keinen Sinn, der fliegt doch. Das ist doch jetzt Quatsch. Als ob man Luft in die hochschmeißen kann. Ach. Habe ich mir denn dabei gedacht, Brothers zu rufen? Ja, natürlich ging das Mist, das war ja klar. Oh Mann! Natürlich aufs Crawl. Der ist schon oft genug gestorben, wie du agierst. Der mag Selfie nicht.
Oh, Alter. Ich glaube, wir wären wirklich schneller gewesen, hätte ich jetzt einfach Unbesiegbarkeit angestellt. Dann wären wir schon längst durch. Oh gut, das zeige ich zumindest das Spiel, dass der Kampf halt auch echt lange gehen kann. Solche. Das ist nicht gut. Wen noch? Wenn es das Heavy macht, ist es egal, weil die geht sowieso gleich dann raus. Einmal aufs Crawl? Was ist mit dir los? Noch irgendwo. Nee, jetzt zieht er nichts mehr ab. Oh nein. Okay. Jetzt haben wir erstmal den Schutz von unseren GF. Die gehen wahrscheinlich jetzt fast alle drauf. Oh, ist Feuer eigentlich so eine gute Idee gerade? Ich weiß es nicht. Werde es gleich rausfinden, glaube ich. Ja, aber selbst ist egal, die stirbt so gleich. Nervt mit einer solche. Er nervt mich. Ach so, der löscht uns wieder was. Boah, Alter, so viel hat er letztes Mal vorhin nicht geschafft zu löschen, ey. Das ist ja richtig nervig. Oh, wir beleben erstmal Safety wieder. Fliegen wir jetzt? Warum fliegen wir? Multi, let's go! Ich weiß, ich glaube, ich lasse ihn jetzt irgendwann mal wieder killen. Dann laden wir nochmal und dann geht's ihm aber an den Kragen. Aber hast du nicht gesehen? Und ich gehe natürlich die Kampfschuss runter, ist ja klar. Und wir gehen halt langsam auf die Ereignisse ein.
Oh, cool. Wirklich? Ernsthaft? Jetzt? Wow, toll. Und tschüss. Oh no. Wir haben zumindest wieder bis zur dritten, bis zur dritten Ebene geschafft. Warte, nicht passen. Was denn? Das noch den Multi machen? Ja! Ehrlich? Geil! Herzensbrecher, let's go! Beste Limit. Oha! Guck mal einer, schau! Ja! Wir haben's kaputt gemacht! Jetzt noch was? Aha, mein Gewehr los. Wir haben es getötet. Und zwar mit Sprawl. Und zwar One-Hitted. Also naja, für Multi-One-Hitted. Aber egal. Wir fliegen, das finde ich voll cool. Schnee, leuchtender Schnee. I. Oh. Vielen Dank für den Follow. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich bin Artemisia. Ich verschmelze die Zeit. Ich verneine das Dasein. Das war nicht nur ein... Das war ein Sub sogar. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Dass ich jetzt erst... Oh Gott, bin ich auch gar nicht gewohnt. Vielen Dank. Stimmt, ich habe das vollkommen falsch mit mich bedankt. Tut mir leid. Danke natürlich für den Sub. Wir haben jetzt... Oh, oh. Nein, verdammt, wir... Oh Gott. Oh, oh. Leider. Muss man gleich ganz schnell irgendwas Mega-Phönix-mäßig machen. Weil ich glaube, die werden gleich sterben. Aber ich bin mir sicher. Ich kann noch ein Elixier aus Feuer machen eigentlich. Nein! Hat schon wieder getan. Wieder. Wir haben ihn drin.
Gesicht wäre, ist das richtig. Ich habe den Kopf da irgendwie raussenkt. Ah, das habe ich gerade gehört, aber stimmt. Das sieht aus, irgendwie sieht nicht falsch aus. Wo ist der Kopf? Ja, schon da unten. Gruselhaft. Hat die was? Ja, okay. Den hast du. Du hast Eden, let's go. Z, was bringt dir das? Egal, mach. Mach mal ein Z. Oh, wir können keinen mehr rufen, ne? Schutz der GF ist erloschen. Oh, shit. Shiva können wir noch rufen. Hä, fies, ich wollte Eden rufen. Warum bringst du nicht Shiva zuerst, um blöd? Na toll. So lebt er nicht. Das ist 2000 AP. Familie, er belebt das. Oh. Der Teilen übrigens geil. So, dann kannst du jetzt mal heilen. Geil. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt ist. Ja, stimmt, wir ziehen die Zauber nicht allzu viel ab, ja. Ist das Aura? Oh, was haben wir jetzt gemacht? Was ist mit ihm jetzt? Oh. Oh. So, let's go! Elixier. Ist Höllengericht wieder das, was jetzt gerade auf 0 macht? Wieder alles auf 1? Ja, oder? Jetzt habe ich das, was nochmal unsere HP auf 1 senkt. Ah, was braucht es gerade? Ein Held. Kommt dem Ziel gerade gar nichts was ab. Wenn wir jetzt noch Aura hätten, verdammt nochmal. Wenn wir es doch Aura hätten. So ein Scheiß. Was hast du jetzt gelöscht? Eisraum. Was passiert denn jetzt? Was ist das jetzt? Oh! Gilgamesh, stirbt der jetzt auf? Oder taucht er einfach nur... Das ist doch gescriptet, der taucht doch bestimmt deswegen... Excalibur, pur. Wow, was? Echt? Yeah, was bitte war das gerade? Was war das? Verlegst du das? Tatsächlich. Wo war das? Ja. Ich muss die Megapelle. Königsblut könnten wir machen. Mach mal. Königsblut. Yeah.
Jawohl, du bist unsere letzte Chance. Ich mach mal gleich einen Heldentrip auf den. Wenn der bei 1 ist, weißt du? Haben wir noch einen Heldentrank? Auf Scroll, please. So. Und Multi, let's go. Bitte. Nein! Ah, verdammt! Es ist leider nicht Herzensbrecher. Shit. Das hätte ich mir jetzt gewünscht, weil dann wäre die weg gewesen. Aber sowas von. Wieder Höllengericht, die Alte. Das sieht jetzt aber gar nicht ab, ne? Weil wir so schon bei einem HP hier sind. Ich werde aber mal heilen. Ah, da war es gerade mega bitter. Shit, mach das. Hauptsache, ich kann Multi machen. Schicksalszirkel, aber trotzdem macht er noch eine Superattacke. Leider ist es nicht gemacht, das Problem. Erinnerungen aus ferner Kindheit. Mach die jetzt. Dann wär's. Oh-oh. Oh-oh. Das ist nicht gut, wir sind allein. Und wir haben nur noch ein HP. Ah, das ist nicht gut. Mann, warum haben wir das andere gekriegt, Mann? Jenes Empfinden, jene Worte, jene Gefühle. Egal, ob du das machst, wir sind gerade auf dem Heldenmodus. Wahahaha! Und wahrscheinlich nicht mehr lange. Oh, fuck! Ja, die sind jetzt weg. Tschüss. Bild einfach explodiert. Hallo Zell, na, geht's dir? Shit, komm mal da. Kann ich mit Zell auch nur versuchen anzugreifen. Mit dem Erwachsenen. Es geht vieles verloren. Das ist richtig. Mit dem Erwachsenwerden, so rum. Ich will noch einmal Herzensbrecher schaffen. Dann ist sie weg, Alter. Die Zeit wartet nicht. Man hält sie für uns. Und doch zerrinnt sie. So, warte. Angreif. Angriff. Komm, Herzensbrecher. Nein! Ich Blast Zone, Herzensbrecher, please.
haben wir sie geschafft. Oh mein Gott. Oh wow. Ja. Yes. Und herzlichen Glückwunsch, im Kaniman. So. Oh mein Gott, wir haben sie besiegt. Oh, wie ich mich gerade freue. Oh, Alter. Ja. Sie ist weg, die Alte. Oh, wie ich mich gerade freue. Oh, ist das nice. Das ist so nice. Wir haben es geschafft. Was ist jetzt? Ist es vorbei? Lass uns zurück in unsere Zeit. Kann sich alleine wegdrücken. Das geht selber weg. Was geht da ab, ey? Nur mit der Ruhe. Wir müssen uns den Ort vorstellen, an den wir zurück wollen. Nicht die falsche Zeitepoche erwischen. Aufpassen, dass wir nicht in die Zeitspalte fallen. Den Ort, den Menschen, den man liebt. An den Ort, wo ich mich mit Squall verabredet habe. Squall! Paul, wir gehen zusammen zurück. Wo bist du? Wo? Squall, wo willst du hin? Oh, das ist der kleine Squall gewesen. Ups. Ich muss sie finden. Squall! Mama? Entschuldigung, haben Sie einen kleinen Jungen vorbeilaufen sehen? Keine Sorge, er kann nirgendwo hin. Das glaube ich auch. Für ihn tut es mir leid, aber so ist es. Sie lebt noch? Eine Hexe? Ja, Mama. Ich dachte, wir hätten sie... Bitte, zurück, Mama. Es ist gut. Sie brauchen nicht mehr zu kämpfen. Diese Hexe sucht nur jemanden, dem sie ihre Kräfte vererben kann. Eine Hexe kann nicht sterben, ohne ihre Kräfte zu vererben. Ich weiß es, weil ich auch eine Hexe bin. Ich werde ihre Kräfte annehmen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder zu Hexen werden. Ich kann auch nicht sterben. Mama! Seed von meinem Garten. Seed? Garten? Der Garten und die Seeds sind deine Erfindung, Mama. Der Garten bildet die Seeds aus.
wie sie jetzt kämpfen gegen Hexen. Was redest du da überhaupt? Du bist die Zukunft des Jungen, richtig? Mama. So, geh jetzt bitte. Du gehörst nicht hierher. Ich kann sie nirgends finden. Bist du alleine? Wer ist das? Das braucht dich nicht zu interessieren. Du brauchst nichts von all dem zu wissen. Der einzige Squall, der hierher gehört, bist du. Weißt du, wohin du gehen musst? Wirst du wieder zurückkommen? Weißt du, wie du zurückkommst? Schaffst du das alleine? Ich schaffe das schon, Mama. Außerdem bin ich nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Weil ich Freunde habe, die mir antworten. Wo seid ihr alle? Winoa, wo bist du? Selfie Quistis Irvine! Winoa! Bin ich alleine? Winoa, ich will deine Stimme hören. In welche Richtung muss ich gehen? Alleine kann ich nicht zurück. Winoa? Bin ich wieder allein? Wo bin ich?
So. Muss ganz ehrlich sagen, so eine geile Sequenz. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich es wirklich geschafft habe, sie auf normal zu besiegen. Artemisia. Ende wird alles gut, so kann man es auch sehen, ja. Ach, herrlich. Da haben wir auch noch mal so, auch noch so ein paar Szenen mit drin. Ah, nice. Kommt dann auch noch mal was, da werde ich dann auch noch mal kurz ausblenden.
Und dann nämlich auch nochmal, wird er nochmal ein bisschen größer. Wir haben jetzt erstmal noch so ein bisschen, noch so eine, keine Ahnung, Feier oder was auch immer. So. Ach, guck, da haben wir nochmal den Direktor Sid. Das ist eigentlich seine, warte mal, wir müssen, glaube ich, die auch gleich nochmal sehen, ne? Seine Frau. Die kommt, glaube ich, auch nochmal dabei, da vorbei. Der sieht hier gerade in dem Film, sieht der jünger aus als Laguna, was zum... Oh, da haben wir sie, da seht ihr ja. Ach, jetzt ist sie wieder einfach, also, keine Ahnung, ihr normales Selbst, kann man das so sagen? Oh, die ist voll hübsch. Also, wenn die nicht so hexenmäßig aussieht, als Hexe sieht die auch cool aus, aber... Das ist ja auch gut, hübsch. Oh, Alter, da zieht er sogar den Hut. Ah, schön. Herrlich. Ach, weil die Kamera haben oder was? Ach so. Ja, sie hat den Hut geklaut. Der Typ wusste der gerade wirklich nicht, wie man die Kamera hält, Alter. Ah, oh, Alter, Irvine. Schön. Stimmt, sie ist die First Lady von Garden, hast recht. Idea. Das war ja auch ihre Idee, ne? Hat der Spoil gesagt. Das war ihre Idee mit dem Garden Visit. Und endlich hat er seine Hot Dogs. Ach, Zell, nein. Er hat sie verschluckt. Nein. Oh Gott. Oh nein. Ach, Zell. Oh, schön. Warte. Ach, Zell. Nein. Oh Gott. Oh. Ja, warte mal. Das brauche ich hier nochmal aus. Weil ich glaube, wir kommen gleich nochmal in die große Sequenz rein. Ja, Sie ist nämlich nicht allein. Oh, der Akku ist leer. Oh, verdammt. Oh nein. Oh. Oh, was? Oh. Kommt das noch? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das kommt noch. Das sollte anleihen. Ich dachte, da kommt noch eine Sequenz. Aber wir haben sie jetzt nicht mehr gesehen. Sie war nicht allein auf dem Balkon. Ich finde das ja niedlich, wie das Mädel ihm beim Essen zugesehen hat. Ich glaube, das ist seine Freundin. Das ist, glaube ich, die, mit dem man, also von der Story, mit der man ihn noch hätte zusammenbringen können. Tatsächlich. Das ist, glaube ich, seine Freundin auch. Keine Ahnung, was sie daran so toll fand, ihm beim Schlingen der Hotdogs zuzusehen, aber... Sie ist halt seine Freundin. Sie mag ihn halt. Vielleicht kommt das noch nach dem Abstand. Ja, ich hoffe's. Ich hoff's. Tja, ich warte auf eine ganz, ganz bestimmte Szene und... Ich weiß, ich kenne die. Ich habe die gesehen und zwar, als ich das Spiel schon mal durch hatte. Definitiv von den Abschlusssequenzen eine der verstörendsten und gleichzeitig coolsten Endsequenzen, finde ich, von Final Fantasy 8. Ich hatte die auch damals, als ich das Original noch, also, naja, das, als es noch nicht Remaster war, durchgespielt habe, hatte ich die auch. Naja, ich glaube, die kommt sowieso. Die müsste dann wahrscheinlich nach dem Abspann kommen. Ah, sehr schön. Das war wie ein richtiger Horrorfilm, ne? Seine Gedanken, als er sie einfach nicht mehr wiedererkannt hat. Ich glaube, ich habe es, glaube ich, nicht ganz mitbekommen. Aber in einer ganz kurzen Sequenz hatte sie auch kein Gesicht mehr. Und wir hatten auch ganz, ganz kurz... haben wir tatsächlich auch das Thema von Edea gehabt. Also von der Hexe im Prinzip. Ne? Ich habe auch ganz kurz gedacht, als Squall dann bei Edea war in der Vergangenheit und Artemisia aufgetaucht ist, ob das jetzt quasi wie ein Time Loop war. Oh, warte. Ich gehe raus. Ich gehe nochmal raus. Warte mal aus.
mein Gott, das war so cool. Er hat gelächelt und hat Squall ein einziges Mal lächeln sehen. Ah, so cute. Das steht ihm total. So, muss ich mal sagen. Das steht ihm total, dass er gelächelt hat. Dass er, ah, das war so süß. Und dann noch, ach, noch eine Kussszene. Herrlich. Oh, ja. Ah, so. Herrliches Ende. So, damit haben wir, oder? Er lächelt und darauf küsst er sie. Ja. Ah. Und so hat er die Liebe seines Lebens gefunden. So. Schön. Wenn man so will, auch Story vom Spiel, ne? Er hat definitiv eine Entwicklung durchgemacht, ne? Er war ja erst der komplett in sich gekehrte, der sich niemandem geöffnet hat, und dann hat er am Ende eine Freundin gehabt und konnte sogar lächeln. Ah. Jetzt müssen wir noch weiterspielen können. Das wäre so cool. Alter, das wäre so cool. Ah, schön. Squall und die Hexe Renauer, genau. Ah, ein perfektes Ende. Hm. Genau. Du sagst es, ein perfektes Ende. Damit ist auch das Let's Play zu Final Fantasy 8 bei mir auch beendet. Und, das aus dem Mittelalter mitgenommen worden, dass der halt hier im Wecken durchmacht. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Und ich bedanke mich also auf jeden Fall auch auf YouTube, wenn du bis hierhin echt das Let's Play durchgemacht hast. Das freut mich natürlich auf jeden Fall. Und ich hoffe, du hattest auch Spaß an der letzten Videosequenz. Ich fand die so toll. Ich finde die immer wieder toll. Ich habe das vor Jahren das letzte Mal gesehen. Ich liebe das einfach. Ah, schön. Genau, damit ist dieses Abenteuer von Final Fantasy 8 jedenfalls auch beendet. Mal gucken, welches Final Fantasy dann wir als nächstes mal spielen. Es wird definitiv noch einige geben. Ich habe noch ein paar. So ist nicht. Aber okay, das war's damit erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dabei sein bei der Folge erstmal auf YouTube. Und da sehen wir uns dann beim nächsten Abenteuer wieder. Bis dahin.